Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Altis Survival mit dem Ralf. Hallo. Mit dem Herrn Blaze, der mir gerade vorbeigelaufen ist. Und mir. Dem ohne Nancy. Outsider. Leider. Ja, Tautau ist auch nicht mit dabei, Krabs ist auch nicht mit dabei. Ja. Haben schon einige mitgespielt, aber. Da gehen so viele ab. Ja. Immer ist immer schwierig, die Termine eben für alle gleichzeitig so zu legen, dass wir halt immer zusammen aufnehmen können, aber. That's the way it is. Ja. Wir haben auch unseren Spaß hier mit verschiedenen Sachen und Explosionen von Autos und anderen Sachen. Oh, guck mal hier. Na? Weapon. Was? Wo? Hä? Jo, incoming. Oh, nice. Was frisst denn die? Ist? Oh, mit Granatwerfer. 6,5. Ich hab die Negative. Hat die? Ach, das war, wo ich wieder gestorben bin. Nee, hatte ich leider nicht. Mit hier, ne? Granatwerfer. Hätte mich ja gerade darüber gefreut, dass ich keinen Regen habe, ne? Okay, das vergessen wir immer ganz schnell wieder. So, warte mal, wo waren die nächsten Militär? Da drüben waren die, ne? Ja, da hinten drüben bin ich gestorben und da ist gerade, da läuft auch wer. Da läuft wer, ja. Da hinten. Oh ne, das sind die Typen schon wieder. Ja, da gehen wir am besten links rum. Oh mein Gott. Ich will mir die jetzt holen. Am besten. Ist mir scheißegal. Und wenn ich nochmal sterbe. Okay. Ich töte den Unterhosen. Das ist dann Demütigung mal zwei. Wie ein echter Mann. Genau. Und dann nimmst du deren Loot und schmeißt es woanders hin, so oder als Zeichen, dass du das gar nicht willst. 20 Schüsse müssen reichen. Du hast einfach nur Spaß getötet. Klar. Glaubt aber, die sind zu viert oder fünft oder sechst. Irgend sowas. Gehst du hier unten rein, ich oben? Mhm. Hier oben wäre noch ein Rucksack für dich. Okay. Raketenwerfer. Ich habe gerade gar nichts. Hier ist noch eine PDW, falls du 9mm Munition hast. Eine THG. Ich habe 556. Eine MK20. 556 hast du. Ich hab die richtige Munition und Waffen. SDAR. Okay. Okay. Hier oben ist auch noch ein Rucksack, der wäre sogar größer. Ach du Scheiße, hier ist voll viel Loot. MX6,5er, brauchst du die? Könnte ich nehmen, ja. Ist halt die ich vorhin auch hatte, ne? Oh, was ist denn das hier? Das ist eine Weste, oder? Oh, das ist... Doch, das ist eine Weste, genau. So. Okay. Dann komme ich mal runter. Okay. 762er Munition. Ich habe übrigens jetzt auch schon gewandt. Also ich habe jetzt eine Splittermine. Nice. Ihr seid, was für ein Gebäude ist es denn, was ihr gerade auslootet? Das ist so ein normales Militärgebäude, ne? Sind die Militärgebäude, diese Schuhkartondinger? Ja genau, wie gesagt, da hat man echt meistens Split. Warte mal, ich hatte doch... Oh, hier ist noch ein Benzinkanister. Voller. Und hier hatte ich die... MX3GL, weil wir haben jetzt auch Rauchmunition. Das bringt zwar rein gar nichts, aber Hauptsache wir haben es. So, mal gucken, ob hier eine Munition für mich ist. Nein, geklapptes Dreibein, wir brauchten sowas. Nee. So, dann würde ich aber gerne da wieder rausgehen, wo du rausgegangen bist. Dass wir uns von denen so ein bisschen von links hier nähern können. Ich habe sowieso momentan leider keine Munition, außer wie gesagt, jetzt hole ich mir noch kurz die Rauchgranaten. Und die Splittermine nehme ich mit. Weißt du was, ich gehe zu denen hin und hau denen auf ihren Offroader die Splittermine. Na, gute Idee. Okay, jetzt sind wir wieder da. Oh, ich habe eine Karte, cool. Hatte ich auch gefunden, ne? Karte haben wir alle drei, glaube ich, ja. Wie lange wieder? Ja, ich bin echt noch schwer im Überlegen hier, was ich hier machen soll. Ob ich in Cavella bleiben soll, an die Atombombe mir reinziehen soll, aber nee, ich renne schon zum Trader gerade. Ich hoffe, dass ich auf dem Weg dahin irgendwie ein Fahrzeug finde. Das ist meine große Hoffnung. Wollte schon fast meine Waffe zücken. Ja, nur eine Gruppe.
Ach Mist, ich bin gar nicht mehr in der Gruppe. Warte. Wer hat ein Lead? Ah, ich hab. Herr Blaze, ich glaube, du bist. Gruppen. Ja, L-Chef. Unlock. Ist offen. Danke, bin dran. Locken. Gar nix. So, wir müssen aufpassen. Also direkt quasi hier. Da hinten in den Gebäuden sind die, ne? Okay. Das ist ein Nebel, ey. Macht die Sache nicht leichter. Der Regen ist aber wieder weg, vor euch auch. Ja, da vorne ist der ein Offroader, da könnte ich die Mine kurz platzieren. Ja, da stehen zwei Offroader, zwei rote. Einer davon war gelockt. Einen davon könnte ich halt so ein bisschen in die Luft sprengen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich da irgendwen durchs Fenster sehe oder so, aber in dem ersten scheint mir keiner zu sein, ne? Ich glaube, die sind in dem Haus da hinten. Da hinten ist nämlich noch eins. Ja, das sind drei, glaube ich. Zwei oder drei sind das. Okay. Und im ersten ja, ist keiner. Ja, vielleicht, wenn wir ins nächste Gebäude reingehen, vielleicht findest du da Muni, ne? Oder eine Waffe. Mhm. Geh einfach mal rein. Shit Takt happens. 6,5er Munition. Falls du findest. 6,5er? Ich höre einen Offroader. Offroader höre ich. Irgendein Motor ist an. Jo. Ja, von denen da unten. Die starten jetzt, glaube ich. Oh. Warte kurz mal. Gerade der Blaze sich gegeben. Weg. Oh, die kommen direkt zu uns, vors Haus. Dann lebt die Mine im Haus und geht raus. Jo, oder jo, so. Jo. Aber pass nur auf, dass ich nicht selbst in die Luft springe. Pass auf, hier ist eine Mine, renn weg. Alter, wenn der jetzt in die Wiede rennt, ne? Deswegen, wäre so nice, Mann. Schau nur unten auf die. Schau grad mal jetzt unten drauf, wenn er drauf geht. Alter. Oh, da ist irgendwas in die Luft geflogen. Oh, Outsider wurde auf jeden Fall gekillt. Und der ist auch der Mine gelaufen! Ja, wirklich, von der Mine, Mann! Ja! Nice, Alter! Nice, Jungs, ey. Costa Chesterfield, du hast den Peace, Mann. Ja, sau cool, ist wieder Mine geklappt, ey. Ja, Alter, es hat geklappt. Nice, ey, Leute, nice. Das war geil. Ah, der Blaze ist noch am Start, ne? Du liebst den noch, oder? Ja, ich loot den Typen gerade. Sau cool, Mann. Der hat sogar Night Vision gehabt. Sehr geil. Ja, der krass, Mann. So ziemlich alles. Ja. Schöne Mine. Hat der Käsemesser geschrieben. Käsemesser ist ein Admin, im Übrigen. Okay. Also, Blaze, ich höre einen Heli, ne? Pass auf. Jo. No. Ich muss jetzt respawnen. So. Oh, ich bin am Airfield gespawnt. Nee, doch nicht, oder? Ja, ja. Nee. Doch. Ja, doch. Wow. Ist der Heli jetzt abgestürzt? Ja, der Heli ist abgestürzt. Ich sehe dann hier vor mir. Ich bin sogar in deiner Nähe wieder gespawnt. Wenn ich halt jetzt wüsste, ne? Oh, ich sehe einen. Was? Ach du Scheiße. Wie konnten mich der sehen? Sei mir irgendwo nicht böse, ich war hinter der Wand. Ja, er hat mich auch so komisch getötet. Ich war hinter der Wand. Ja. Und hab mich rechts rausgelehnt aus dem Fenster und sofort hat er quasi hier... Ja, vielleicht werdet ihr auch gespottet oder die haben Nightstalker oder so. Ich kann's dir erklären, der steht am Haus oben. Am anderen Haus hat er vom Fenster reingeschossen. Mhm. Ich sehe den gerade, der steht am Haus da oben. Okay. Ja. Schade. Okay, ich guck aber mal zum abgestürzten Heli hin, weil wenn der jetzt eine MK18 mit SOS hat, dann ist der Typ weg. Oh cool, die schießen auf mich. So, die Frage ist, in welche Richtung muss ich jetzt? Oh ne, da ist ein anderer Typ auch noch. Na cool. Geht voll ab bei euch, ne? Der Wegpunkt oder der? Ah, das mit der Mine war schon geil, ohne Scheiß. Das war nice. Das war richtig cool.
bin gerade an dem Typen voll vorbeigelaufen. Schade, so eine schöne Waffe gehabt. Ja, es geht manchmal jetzt schnell, Leute. Oh, das mit der Mine war richtig cool. Ja, aber krass, dass sie auch Nachtsichtgeräte haben und so. Ich denke, dass sie sie alles gekauft haben. Ich meine, wenn du hier mal wirklich mit einem guten Team, so einem Squad spielst und ein, zwei Fahrzeuge hast, dann kannst du dir schon ordentlich was abrocken. Ey. Ich hätte nicht ins nächste Haus gehen sollen. Ich hätte wieder zurückgehen sollen und gucken können, ob eventuell denen sein Auto gefahren wäre. Aber das Problem ist, ne, wenn die da zu dritt oder zu viert sind, das ist... Oh. Ja, wir haben einen mitgenommen, das Ganze mit einer Mine. Ich find's nice, also. Ja. War auf jeden Fall eine richtig coole Aktion gerade. So, ich bin jetzt bei einer Trader City angekommen hier, die bei Kavala unten. Mit den Gruppen hier ist gerade echt schwierig, weil ich nicht weiß, wo ich hinlaufen soll, aber egal. Wie meinst du mit den Gruppen? Achso, weil die mit den Leuten Gruppen. Ja. Das meinst du? Mit dem Gruppensystem an sich. Okay. Nee, das nicht, aber weißt du, ich weiß jetzt nicht, linkes oder rechtes eckiges Ding. Ja. Aber ich tippe mal eher aufs linke. Keine Ahnung. Vielleicht. Boah, ich bin hier irgendwann. Ja, diesmal bin ich wirklich am Arsch der Welt. Bist du sicher? Für mich sieht das so aus, als wäre es wieder Richtung Atira da irgendwo. Ich sehe ja auch nichts, was vielleicht ein bisschen stadtmäßig größer wäre oder da ist ein bisschen, vielleicht finde ich hier eine Map oder so. Ohne Map bist du ja wirklich aufgeschmissen. Ja. Oh ja. Loot. Wir haben uns zur allgemeinen Belustigung grünes Camlight angemacht. Oh, es wird ja dunkler, sehe ich gerade, stimmt. Also so leicht dämmerig. Oh nein, ich habe rein gar nichts. Ich auch nicht. Wo haben wir denn gerade? 18:27, ja, das wird dunkel. Wo ist denn hier der Fahrzeugdealer? Was war denn das gerade? Der hat irgendwie so komisch geblitzt. Als wenn ein Blaulicht angewiesen wäre. Komisch. So, Itemdealer. Ah, da ist er ja. Komm, wir werden doch jetzt irgendwo was finden, was ein bisschen brauchbar ist. Okay, oh, eine Rucksackladung bringt richtig weit weg. 8000. Was, eine Rucksack? Ich habe eine Rucksackladung verkauft, die bringt 8000. Das ist super. Weiter näher 556er. Plus. Beide nicht. Ich habe schon wieder so viel Munition, aber ich kann ja nichts mitnehmen. So, wie viel Geld habe ich denn jetzt? 11.400, das ist gut. Ich hätte gerne eine Map, dankeschön. Das ist ja dieser Mr. Sven, ne? Also... Geht ab, ne? Ja. Ziemlich. Sag mal, gibt es hier keinen Fahrzeugdealer? Bin ich jetzt bescheuert? Waffen, Klamotten?
war ich schon drin? Boah, hier ist ein Null-Loot gewesen. Bis auf ein, zwei Magazine, aber... Was ist denn mit der Closing Dealer? Gut, der interessiert mich gar nicht. Ich glaube, ich darf gleich hier die Helligkeit hochdrehen vom Spiel. Ist kein Camlet dabei, ja? Nein. Okay, Item Diener. Ich aber auch nichts. Interessiert mich auch nicht. Waffendiener. Sag mal, gibt's hier keinen Fahrt? Ah doch, oh Gott, ich war einfach nur blind. Fahrzeugdealer. So, Limousine kostet scheiße. Ich kann einen Mietpreis, ich kann eine Limousine kaufen für 9000. Kaufen. Mieten. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Man könnte einen Quad haben für 3,7. Das könnte ich kaufen. Naja, passen auch nur zwei drauf. Ja, aber ist schon mal besser als gar nichts. Dann komme ich schon mal weg hier. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach einen Quad. Ja. Die Limousine könnte ich mieten. Kommst wenigstens. Ja, ich habe mir jetzt einen Quad gemietet. Dann kaufe ich mir bei dem anderen Typen noch schnell einen Werkzeugkasten. Den habe ich zwar gerade verkauft, aber ich brauche den definitiv. Vielleicht kann ich mir noch eine ordentliche Waffe kaufen. Brauche ich hier nochmal. Wenn wir jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen die Helligkeit hochdrehen. 36 Schuss. Kann man ein bisschen hochdrehen. So, jetzt sehe ich wieder ein bisschen was. Oh shit, ein Werkzeugkasten kostet aber 7000. Leck mich am Arsch. Dann für 1600 verkauft und 7000 kostet er. Dann lassen wir das mit dem Werkzeugkasten. Ja, ich muss das auch kurz mal ein bisschen hochdrehen. Ja, wenn du sonst im Haus schon nichts mehr siehst, ist nicht schön. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo ihr seid, orientierungstechnisch? Nee. Nein. Nicht wirklich. Es ist dunkel wie die Nacht. Weiß ja nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob ich laufe. Im Übrigen, den Gehörschutz kann ich aktivieren, sobald ich auf einem Fahrzeug bin. Ah, gut zu wissen. Da hinten ist zwar ein bisschen Licht, aber ja. Nicht wirklich viel. Oh, Alter, ganz ehrlich, mir geht's auch nicht anders hier. Ich habe zwar einen Quad, aber das ist auch nicht das Allerheilmittel, ich sag's euch. Da soll ich wenigstens mal Licht vorn dran. Fahr ich denn? Richtung Flughafen? Ich fahr jetzt Richtung Flughafen. Eine andere Möglichkeit habe ich ja gar nicht, oder? Muss ich mal einzuholen wieder. Da hinten ist irgendein Licht. Ich sehe Licht. Ich sehe das Licht, wollte ich auch gerade sagen. Geh nicht ins Licht! Ich renne jetzt zu irgendeinem Licht einfach. Renn ja. Jetzt weg. Was denn da der Outsider sieht oder findet oder was er denkt zu finden, sehen wir in der nächsten Folge. Danke mal wieder fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal bei Alte Survival. Macht's gut. Ciao. Ciao.